Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video. Und heute gibt es den zweiten Teil des perfekten Starts in FIFA 18. Ihr habt so krasses Feedback auf die erste Folge rausgehauen. Vielen Dank dafür. Und Leute, falls ihr das nochmal sehen wollt, falls ihr noch einen dritten Teil sehen wollt, lasst den Daumen nach oben da. Checkt doch gerne noch den Merchandise ab, der jetzt auch in schwarz verfügbar ist. Das Ganze ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mal. Ich habe heute insgesamt 4 Themen für euch vorbereitet. Let's go. Wir gehen rein ins erste. Und zwar gibt es in FIFA 18. Ja, den neuen Spielmodus namens Squad Battles. Was sind Squad Battles? Das ist so wie eine Offline Weekend League. Also man kann es vergleichen mit einer Offline Weekend League. Das ist für Leute, die eher noch nicht ganz so gut sind in FIFA. Und da kannst du eben auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen offline gegen andere Teams spielen. Das heißt zum Beispiel, Castro baut ein Team oder so, stellt das dann dort irgendwie rein und dann kannst du gegen das Team von Castro offline spielen. Du kannst dann einstellen, ob du auf Legende gegen das Team spielst oder eher auf Amateur, ja. Wenn du auf Legende spielst, bekommst du natürlich bessere Preise, wirst höher gerankt, kriegst mehr Punkte, als wenn du natürlich auf Amateur spielst. Das Ganze macht natürlich Sinn und wie gesagt, das ist eher für Leute, die noch nicht ganz so gut sind in FIFA und die halt lieber auch offline spielen. Und da kann man eben gegen Teams spielen von E-Sportlern, von Profifußballern, aber auch von Promis. Und das ist auf jeden Fall ganz cool und das solltet ihr auf jeden Fall machen, denn da bekommt ihr dann eben auch ganz normal Belohnungen. Eben das Prinzip ist eben wie in der Weekend League, nur eigentlich an offline sozusagen und gegen Teams aus FIFA, beziehungsweise halt Teams aus von FIFA-Spielern oder eben von E-Sportlern oder eben von prominenten Spielern oder von Fußballern oder so. Also das ist auf jeden Fall ein neuer Spielmodus, den ihr unbedingt spielen müsst. Da könnt ihr auf jeden Fall ziemlich leicht an Coins rankommen. So, wir gehen rein ins zweite Thema und das lautet Traden. Ja, das hört sich jetzt ziemlich banal an, ziemlich naiv, sage ich jetzt mal. Ja, ist doch klar, dass man traden sollte in FIFA 18. Aber Leute, ihr müsst wirklich aktiv traden und auch ein bisschen mit Hirn traden. Ich würde euch raten, wirklich auch des Öfteren mal Videos anzuschauen. Nicht nur von mir, sondern auch von anderen YouTubern, die Trading-Tipps hochladen. Da würde ich euch aber auch eher die empfehlen, die vielleicht nicht ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen. Denn da sind dann vielleicht neue Tipps dabei, die ihr auf jeden Fall mal anwenden könnt. Ich selber werde natürlich sehr, sehr viele Trading-Tipps hochladen, da ich euch einfach die Chance geben will, wirklich viele Coins zu machen in FIFA 18. Und ich selber werde diese Trading-Tipps natürlich auch anwenden. Teilweise gibt es da wirklich Dinger, da kannst du mit einem Spieler irgendwie die Coins verdreifachen. Das gab es in FIFA 17 des Öfteren mal. Und das sind dann immer nur so kurze Zeitpunkte, wo diese Trading-Tipps funktionieren. Deswegen würde ich euch echt raten, wirklich öfter mal auf YouTube reinzuschauen, Videos euch anzuschauen oder auch einfach mal selber ein bisschen probieren zu traden, ein bisschen zu schauen, was geht da so. Ja, es gibt natürlich auch so diese Basic-Trading-Tipps, zum Beispiel, dass du nach Spielern suchst, die den Hunter-Chemistry-Style haben und dann immer filterst und snipest. Du kannst auch einen normalen Spieler einfach snipen, zum Beispiel, dass du jetzt drauf gehst auf den Transfermarkt Dembélé eingibst und den dann einfach snipest. Das geht natürlich, aber es gibt viel effektivere Trading-Methoden, natürlich auch im Zusammenhang mit SBCs. Wenn zum Beispiel jetzt irgendwelche Topper-Teams draußen sind, dann musst du auch einfach die Spieler, die bei den Topper-Teams gebraucht werden, snipen. Das ist extrem leicht und extrem sinnvoll und da kannst du natürlich auch im Voraus schon schauen, okay, welche interessanten Spiele sind denn so am Wochenende und da natürlich schon vorher investieren und so. Also es gibt wirklich extrem viele Methoden zu traden in FIFA 18, eben durch die SBCs und durch die ganzen neuen Spielmodi, die da dazugekommen sind in Ultimate Team. Deswegen würde ich dir raten, viel traden ist echt extrem wichtig und auch nicht so schwer, wie man eigentlich denkt. Also falls du eher so bist, so, yo, ich kann nicht traden, wenn du das eher so sagst, so von dir selber, ich kann nicht traden, dann schau es dir einfach mal an, es ist nicht so schwer, wie du denkst. Okay, wir gehen rein ins dritte Thema mittlerweile und das ist ein Trick, den man immer schon anwenden konnte bei einem neuen FIFA-Teil. Den kennen vielleicht die ein oder anderen schon, aber für alle, die ihn nicht kennen. Und zwar muss man da Trikots im Katalog kaufen und die dann einfach abstoßen in Ultimate Team. Das heißt, du gehst in den Katalog rein, in den ganz normalen EA Sports Katalog im Spiel halt. Da kaufst du dir dann jedes einzelne Trikot mit den ganz normalen EA Sports Münzen, müssten das sein, glaube ich. Also da ist so eine eigene Währung, aber davon hat man eigentlich eh immer genug. Da holst du dir dann einfach alle Trikots, dann gehst du in Ultimate Team rein und dann ploppen die da halt alle auf, weil du die dir gerade eben geholt hast. Und die kannst du dann entweder abstoßen für, glaube ich, 10.000 Münzen, oder du verkaufst sie alle für 200 Münzen. Das dauert natürlich auch ein bisschen länger, weil sich die Trikots an sich jeder gratis holen kann. Nur das wissen halt nicht alle, deswegen werden sie schon manchmal gekauft. Aber natürlich
kann es halt auch sein, dass ein Trikot da eine Woche lang nicht weggeht. Aber wenn du da wirklich alle für 200 reinstellst, kannst du da wirklich so 10.000 bis 20.000 Münzen machen. Und das ist, denke ich mal, am Anfang von FIFA 18 dann auch jetzt nicht so schlecht, wenn du einfach mal 10.000 Münzen mehr hast. Ja? Deswegen den Trick müsst ihr auf jeden Fall auch anwenden. Werde ich vielleicht dann auch nochmal extra in einem Video erwähnen, aber das müsst ihr auf jeden Fall machen. So, wir gehen rein ins allerletzte Thema für heute, und zwar geht es ja nochmal um die SBCs. Und zwar gibt es immer wieder mal SBCs, die sich lohnen, und immer mal wieder welche, die sich nicht lohnen. Es gibt wirklich SBCs, die sich zu 100% lohnen. Das wissen vielleicht gar nicht so viele, denn die denken immer so, yo, da kann ich halt ein Pack bekommen oder so, ist doch dann reine Glückssache, ob ich was Gutes ziehe oder nicht. Das kann man nicht ganz so sagen, denn bei manchen SBCs ist zum Beispiel ein Verbrauchsobjekte-Set dabei. Ein seltenes Verbrauchsobjekte-Set. Was ist das? Das sind, glaube ich, 12 Karten mit verschiedenen Verbrauchsobjekten. Und da sind eigentlich immer, beziehungsweise da sind immer, 3 seltene Team-Fitness-Karten drinnen. Und die sind zum Beispiel jetzt eben in FIFA 17 insgesamt, sagen wir jetzt mal, mindestens 4.000 Münzen wert gewesen. Wenn du diese SBC machst und die unter 4.000 Münzen kostet, dann weißt du ja sowieso schon, ja, ich mache auf jeden Fall Gewinn, denn in diesen Packs sind dann auch noch Verträge und viele weitere andere Verbrauchsobjekte, wie zum Beispiel vielleicht auch irgendwie, ja okay, Chemistry Style ist jetzt non-rare, aber halt irgendwie eine Positionsumwechselkarte, irgendwie ZOM zu ZM oder so, irgendwie sowas, was halt auch dann nochmal vielleicht 1000 Münzen oder so wert ist, dann weißt du, okay, ich mache damit Gewinn. Deswegen würde ich dir raten, wirklich jede SBC anzuschauen, jede SBC ja, vielleicht mal ein bisschen zu probieren und zu schauen, kann ich die günstig lösen, weil teilweise sind da wirklich SBCs dabei, die kannst du für 1k lösen und du bekommst dafür eben zum Beispiel ein seltenes Verbrauchsobjekte-Set, welches mindestens 4000 Münzen wert sein muss, weil da einfach nur diese Karten drin sein können. Deswegen würde ich dir raten, wirklich alles immer mal durchzuschauen und da wirklich jede SBC mal zu probieren und schauen, ob man die auch wirklich günstig lösen kann. Okay, Freunde, ich würde sagen, das war's auch schon wieder mit dem heutigen FIFA 18 Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Der dritte Teil wird demnächst auf jeden Fall auf euch zukommen. Und ja, den Merchandise könnt ihr gerne noch abchecken. Vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, dass sich den auch wirklich welche gönnen. Das freut mich extrem, dass wirklich, ja, der ein oder andere, ja, dass da der ein oder andere schon zugeschlagen hat. Habe ich auch auf Instagram schon ein bisschen gepostet. Und ja, Freunde, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, Leute, habt immer High Hopes und